Das ist wirklich verrückt. Mit scheinbar stillstehendem Rotor hält sich der Helikopter in der Luft. Was man für ein militärisches Experiment halten könnte oder für die Sekunden vor einem katastrophalen Absturz, ist in Wirklichkeit ein sehr seltener Zufall. Denn die Verschlusszeit der Kamera stimmt ziemlich genau mit der Frequenz der Rotorblätter des Helikopters überein. Jedes Mal, wenn die Kamera eines ihrer 25 Bilder in der Sekunde aufnimmt, ist der Rotor scheinbar in der gleichen Stellung. Kamera und Rotor laufen sozusagen synchron.